Hallo zusammen, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute mache ich so eine Brosche, also eine, weil ich diese meine. Diese wurde ganz schnell gemacht, weil meine Tochter auch so eine wollte und unbedingt in Pink. Und was diese Brosche angeht, sage ich dann am Ende des Videos vielleicht zwei, drei Wörter, wie ich sie gemacht habe, also ganz kurz, weil das ist nichts Spezielles. Etwas Spezielles ist dagegen, aber diese Brosche, wie man sieht in der Mitte, ist sie ausgeschnitten, ja. Und das ist natürlich auch etwas Spezielles, etwas, was wir noch nicht gemacht haben. Sonst zeige ich euch wie gewöhnlich alle Etappen, die ich da habe. Und hinten sehen sie beide gleich aus sozusagen. Sie haben beide diese Anhänger. Und wie man sieht, der Rand ist mit der gleichen Perlensorte gemacht. Das sind Perlen mit Metallglanz. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, viel Erfolg beim Nachmachen und alles Liebe zum Valentinstag. So, was habe ich schon gemacht? Ich habe ein Herz im Internet gefunden, also gegoogelt Herzen. So habe ich das Herz gefunden. Die Größe von unten nach oben ist circa 8, von links nach rechts ein bisschen weniger als 7 cm. Logisch, man kann das Bild vergrößern, verziehen, wie man will, von oben nach unten, schmaler machen, breiter machen, das könnt ihr alles im Word machen oder Open Office. Ich habe zum Beispiel Open Office. Dort geht alles genau gleich. So, dann habe ich die Mitte ausgeschnitten. Wie habe ich das gemacht? Ich weiß zum Beispiel, also ich habe vor, ihr wisst, diese Broschen werden quasi, sie werden zum ersten Mal gemacht von mir. Ich habe eine Idee, ich will sie verwirklichen und das filme ich. Und ihr seht, was daraus entsteht. Manchmal ändert sich etwas im Laufe meiner Arbeit. Manchmal läuft alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und hier habe ich mir vorgestellt, dass hier in der Mitte hängt so ein Herzchen. Also Herzchen. Ich habe einfach etwas gefunden, was nicht so groß ist, was passen könnte. Und das ist so ein Herzchen. Hier steht von beiden Seiten die Überschrift, also egal welche Seite man sieht, man hat quasi rechts, rechte Seite von beiden Seiten. Woher habe ich diesen Anhänger? Das habe ich vor langer Zeit auf AliExpress bestellt. Den Link lasse ich. Und was cool ist, man bekommt dort ja, ein Häufchen von Anhängern. Und die sind alle unterschiedlich. Schmetterlinge, Kätzchen, Herzchen, alles Mögliche. Und natürlich, wenn man so ein Stück braucht, ja, dann hat man ein bisschen die Auswahl, eine kleine Auswahl. Und das finde ich gut. Ich werde euch den Link unter dem Video lassen, wer sich dafür interessiert, bitte sehr. So, dann habe ich Filz genommen. Diesmal ist es weich. Das ist nicht so die beste Lösung, aber farblich hat es mir mehr oder weniger gepasst. Und ich habe hier schon gezeichnet die Ränder vom Herz. Jetzt nehme ich Perlen für den Rand. Den Rand werden wir so je zwei Perlen machen, annähen. Das ist so eine lila Farbe, das sind eigentlich transparente Perlen. Das ist Doho 11-0, aber das ist eher eine Ausnahme, dass ich so teure Perlen in der Hand halte. Normalerweise sind das andere. Das sind keine billigen, ja, aber ein bisschen günstiger sind sie. So, jetzt zeige ich ganz schnell, wie ich die Perlen annähe, für diejenigen, die das schon x-mal gesehen haben. Ihr könnt ein bisschen vorspulen. Für diejenigen, die das noch nicht wissen, ich zeige euch. Zuerst befestige ich den Faden, das heißt ein paar Mal hin und her die Nadel führen. Ich lese zwei Perlen auf und schaue, wo sie enden. Sie müssen einfach gerade liegen. Alles bleibt natürlich auf der schwarzen Linie, auf der gezeichneten schwarzen Linie.
So, dann führe ich die Nadel zwischen diesen zwei Perlen und dann durch die zweite raus. Jetzt bin ich quasi wieder am Anfang. Ich muss wieder zwei Stück auflesen. Ich schaue, wo sie enden, wenn sie gerade liegen. Dort führe ich die Nadel raus. Dann wieder dazwischen, zwischen diesen zwei Perlen und dann wieder durch die zweite. So. Und genauso mache ich den äußeren Rand und den inneren Rand. Nachdem ich die Ränder mit Perlen bestickt habe, jetzt muss ich sie verstärken. Ich nehme doppelten Faden und führe ihn durch alle Perlen. Übrigens, damit die Ecken schön eckig sind, habe ich so gemacht. Ich habe hier unten angefangen, am tiefsten Punkt, die erste Perle gelegt, also die ersten zwei, dann bin ich so nach oben gegangen bis zur Ecke. Dort, wo die Ecke war, habe ich aufgehört. Und dann habe ich eine neue Linie hier angefangen, quasi unter der letzten Perle. Und dann diese Linie endet hier an dieser Perle. Auf diese Weise werden die Ecken richtig eckig, richtig spitzig. Im kleinen Herz habe ich alles genau gleich gemacht. So, jetzt verstärke ich die Ränder. So, jetzt bin ich hier und was wichtig ist, man darf den Faden nicht zu sehr ziehen, weil wenn man zu fest zieht, dann sieht es so aus. Der Stoff bekommt Wellen, die Reihe liegt nicht mehr schön gerade. Deshalb muss man ganz leicht, also ganz gewöhnlich, ganz normal den Faden unter den Perlen führen. Und jetzt, wenn ich mit dieser Seite fertig bin, mache ich hinten einen Knoten, dann mache ich diese Seite. Das kleine Herz mache ich genau gleich. Die nächste Etappe ist für ein ruhiges Händchen. Man muss das Herz, also diesen Stoff, aus der Mitte ausschneiden. Am Rand bleibt wie immer 1 mm Stoff. Und wir machen das jetzt, weil wir den Stoff noch biegen können, auf beliebige Art und Weise. Man spürt zwar ein bisschen die Ränder, ja, aber das ist nicht so schlimm. Wenn wir schon alles bestickt haben, dann wird es extrem schwierig, das zu machen. Also fangen wir an, also ich fange an, mache das sehr langsam, sehr vorsichtig und schaue immer, dass ich den gleichen Abstand hier habe. Jetzt denke ich, dass es nicht so falsch war, in diesem Fall so weichen Filz zu nehmen, weil man kann ihn relativ einfach schneiden, also im Vergleich zu dickem Filz kann man diesen schon einfacher schneiden. So, das Herzchen habe ich ausgeschnitten und jetzt kann man weiter die Steinchen und alles Mögliche annähen. So, was habe ich heute? Ich habe heute etwas, was ich vor kurzem bestellt habe und übrigens nächste Woche kommt ein Video mit Auspacken. Ich habe in einem Online-Shop für mich Sachen gekauft und ich packe es aus und zeige euch, wie was aussieht und ja, wenn es euch interessiert, dann nächste Woche kommt sowas. Also dort habe ich diese Swarovski-Kristallen bestellt, die sind 4 mm groß und die glänzen sehr, sehr schön. Das sind ganz gewöhnliche Glassteine, sofort in Halterungen. Die werde ich oben annähen und die kleinen Steinchen, die kleinen Kristallen kommen dann immer so dazwischen. Die Farben, das sind so lila, wie der da, das ist lila Farbe und das ist so etwas braun-rot. Passt irgendwie zu diesem Filz. So sehen sie aus. Die Kristalle, die sind 4 mm groß und die heißen Antique Pink. Aber wenn ihr mich fragt, dann ist es lila. Einfach lila, so dunkel lila irgendwie.
Dann habe ich noch solche Steinchen. Das sind große Kristalle, auch in der gleichen Farbe. Einfach größer, die sind 5 mm groß. Und die tropfenartige Perlen, die sind auch 1 cm, die sind 1 cm groß. Und es hat sie in so schon wieder antik pink, ja, was ich eigentlich dunkel lila irgendwie nennen will. Und ein paar wirklich lila. Das sind Perlen aus Naturstein. Ich werde logischerweise nur die dunklen auswählen und dazwischen annähen. Die leeren Stellen, die ich dann habe, werde ich mit so Perlen bedecken. Das ist die Nummer, das ist von Preziosa 10-0. Die sind auch lila und die passen dann sehr gut dazwischen. So, zuerst nähe ich die großen Steinchen an, also diese da, die Glassteine in Halterungen. Und hier unten haben sie wie gewöhnlich Löcher und ich führe die Nadel immer unterschiedlich und nähe sie auf diese Weise an. Die müssen oben sein. Ich will Akzent auf diese Weise oben setzen, aber man kann sie natürlich ganz unterschiedlich setzen, dort wo man findet, dass sie dort gut passen. So, zuerst die großen Steine, dann kommen solche Perlen. Die sind ein bisschen kleiner. Und dann kommen diese da. Die sind noch kleiner, ja. Und der Rest, was bleibt, werde ich mit diesen kleinen Perlen besticken. Was ich nicht erwähnt habe, was ist das für Faden? Den Faden kann man bei Gütermann kaufen. Das ist 100% Polyester. Das ist sehr guter Faden, reißfest. Ich kann es nur weiterempfehlen. So sieht das Herz momentan aus. Ich habe alle Perlen, die ich hatte, hier angenäht und ich habe sie ganz unterschiedlich angenäht. Zum Beispiel, ich habe geschaut, welche hier passt, welche da passt, so dass nicht immer die gleichen an einem Ort sind. Also gemischt alles durcheinander, so wie ich es mir vorgestellt habe, so habe ich sie angenäht. Es gibt wirklich keine Regeln, wie man sie annäht. Das Einzige, was ich sagen kann, ich habe hier mit diesem transparenten Faden die Perlen angenäht und zuerst habe ich einen Abschnitt gemacht, ja, zum Beispiel 10 Perlen oder 15. Ich habe sie nur einmal angenäht und dann noch einmal, nachdem ein Abschnitt schon da war. Und wenn ich die zweite Naht gemacht habe, ich konnte die Perle ein bisschen richten und sie quasi besser platzieren, wenn das nötig war. Wenn nicht, dann war das war nur die doppelte Naht und doppelt hält besser, wie man weiß. So, jetzt dazwischen sieht man noch leere Stellen. Man sieht den Filz zwischen den Perlen. Jetzt habe ich hier schon kleine Perlen vorbereitet, genau die, die ich früher gezeigt habe. Ich habe mir schon Faden vorbereitet und ich werde mit diesen kleinen Perlen die leeren Stellen besticken. Warum habe ich für die großen Perlen transparenten Faden genommen, weil die Löcher, wie man gut sehen kann, sind hoch und wenn ich den Faden nehme, dann sieht man den Faden. Den transparenten Faden sieht man nicht und deshalb war das der Grund, warum ich eben den für die großen Perlen genommen habe. Für die kleinen Perlen nehme ich den gewöhnlichen Faden. Ich arbeite auch mit diesem Faden viel lieber als mit dem transparenten.
Die kleinen Perlen habe ich schon angenäht. So sieht es aus. Die Brosche ist sozusagen fertig. Fehlt nur noch der Anhänger. Der Anhänger ist da und dann brauche ich nur noch einen Stift. Wenn man so einen Stift nicht hat, kann man einfach dickeren Draht nehmen und mit der runden Zange macht man eine Schlaufe auf einer Seite. In diese Schlaufe befestigen wir den Anhänger. Dann schauen wir, dass es schön, also mehr oder weniger in der Mitte hängt, schneiden den Stift ab und machen wieder eine Masche und diese Masche, diese Schlaufe nähe ich dann zum Filz an. Jetzt habe ich den Anhänger befestigt. Man muss nicht unbedingt 20.000 Mal annähen, es muss gut halten. So. Jetzt muss ich die Brosche ausschneiden. Ich lasse 1 mm am Rand. So, jetzt habe ich ein Stück Fotokarton genommen, so heißt es. Man kann auch gewöhnliche Pappe nehmen, die man hat. Es muss einfach etwas Festes, etwas Dickeres sein. Ich zeichne jetzt meine Brosche nach und schneide dann das, was ich da gezeichnet habe, aber 1 mm bis 2 mm kleiner als das, was ich hier habe. Und dann klebe ich das zur Brosche an. Ihr habt gesehen, wie ich mit Uhu-Kleber den Filz geschmiert habe und dann die Pappe draufgelegt. Und wie gesagt, es können 2 Schichten sein, 3, so viel wie man will. Hier zum Beispiel nur eine Schicht. Dann habe ich die trockene Brosche schon aufs Leder gelegt und die Ränder nachgezeichnet. Jetzt muss ich das Ganze ausschneiden. Wie ihr gesehen habt, habe ich ganz gewöhnliche 2 Schnitte mit dem Skalpell gemacht. Das ist ein Skalpell eigentlich aus Scrapbooking-Bereich, aber der passt hier auch wie angegossen. So, 2 Schnitte, der Verschluss ist da. Jetzt muss ich das Ganze verkleben und ich achte natürlich, dass das innere Herz, das ausgeschnittene, einfach so genau wie nur möglich ist, weil dann nachzuschneiden irgendwie im Nachhinein, wenn alles schon fest verklebt ist, ist es sehr, sehr, sehr schwierig, also praktisch unmöglich. Die äußeren Ränder kann ich dann natürlich, wenn alles verklebt ist, kann ich nochmal richten. Ich sehe, hier stimmt ein bisschen was nicht, hier nicht, aber das mache ich später. Jetzt vernähe ich schon die 2 Seiten und ich mache das noch schneller als gewöhnlich. Ich zeige das, wie ich das mache und ich freue mich, dass es so schnell vorangeht.
Für den Rand habe ich solche Perlen genommen. Das sind auch Preziose. Sie haben so eine Metallbeschichtung, ja. Und ich finde, das passt sehr gut zusammen, weil sie so hell sind. Und dann sticht das noch mehr ins Auge. So, ich lese eine Perle auf. Und noch etwas Wichtiges, wenn ich zwei Seiten vernähe, wie jetzt zum Beispiel, ja, ich nehme nicht Perlennadel, sondern eine ganz gewöhnliche Nadel. Die muss einfach so dünn sein, dass die Perlen da durchkommen. Nicht jede Perle kann man durch diese Nadel führen, aber es ist viel einfacher, vor allem wenn man mit echtem Leder arbeitet. So kann ich das viel, viel einfacher machen und ich kann durch das Leder, weil durch das gewöhnliche, also normale Leder, kann man die Nadel nur ziemlich schwierig durchstechen. So, ich habe die Perle aufgelesen. Jetzt lege ich den Faden auf den Finger und führe die Nadel durch das Leder und durch den Filz. Und die Nadel geht so, dass der Faden wirklich unten bleibt. Der Faden ist unten, die Nadel oben. Ich führe sie raus und hier entsteht so quasi eine Schlaufe. Jetzt muss ich diesen Faden einfach unter der Perle führen und dann liegt sie schon richtig. Und dann habe ich es schon gemacht. Das heißt, ich habe mir eine ganze Bewegung gespart, weil gewöhnlich... Also früher habe ich gezeigt, ja, ich habe zuerst die Perle quasi auf den Filz gelegt und dann erst dann die Perle, also die Nadel unter dem Faden geführt. So geht es viel, viel schneller. Also eine ganze Bewegung spare ich. Ich freue mich herrlich. Jetzt ist auch diese Brosche fertig. Ich wollte nur schnell sagen, wie ich sie gemacht habe. Das ist eine ganz, ganz leichte, einfache Brosche und hier braucht man auch nicht so viel Materialien. Zuerst habe ich den Rand gemacht mit diesen rosa-roten Perlen, also je zwei angenäht, genau gleich wie hier wir diesen Rand gemacht haben. Dann habe ich ein paar Steinchen, große Perlen angenäht, ganz unterschiedlich dort, wo ich sie mir vorgestellt habe. Und den Rest habe ich mit diesen rosa-roten Perlen durcheinander angenäht alles. Und hier ist es wichtig, wenn man die Perlen durcheinander annäht, dass man sie nicht zu nah zueinander platziert, sondern verbiegt sich das Ganze und sieht dann so aus. Also man bekommt solche Hügel, Unebenheiten. Und das ist eben nicht so schön. Deshalb immer, wenn man auf diese Weise die Perlen annäht, muss man schauen, ob die Brosche gerade ist, ob alles gerade liegt, weil sonst ja, ist das ein bisschen so problematisch. Den Rest, also den Rand, habe ich genau gleich gemacht wie hier und da sind diese Perlen. Ich glaube, anstatt von P muss 7 sein und dann wäre diese Nummer 71558, auch mit Metallbeschichtung, metallische Beschichtung. So, was das Herz in der Mitte angeht, ja, es war nicht einfach, den Rand hier in der Mitte zu machen. Logisch, man musste die Nadel immer auf eine Seite bringen, dann musste ich die Perle auflesen, sie hier fangen und dann wieder hin und her. Das ging langsam, das gebe ich zu, aber wie man sieht, man kann es locker machen. Also man kann es machen, das ist nichts Schwieriges, wo ich sagen muss, oh, das geht nicht oder sowas. Nein, das kann man auch machen und so sieht es dann schlussendlich aus. So, das war's für heute. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns in nächsten Videos. Ich danke euch für eure Kommentare, für Daumen hoch. Ich wünsche euch viel Glück. Wir sehen uns in nächsten Videos. Liebe Grüße aus der Schweiz.